Vor 10 Jahren wurden in der Ukraine 2 Sperrzonen eingerichtet. An einem Punkt 130 Kilometer nördlich von Kiew stachen russische Militärs eine Zirkelspitze in die Landkarte und zogen 2 Kreise, die jeweils ein Areal von 20 und 60 Kilometern Durchmesser umrissen. Anschließend wurden die Straßen, die in diese Zonen führten, von Kontrollposten besetzt. Und sämtliche Menschen, die in dem Gebiet lebten, wurden evakuiert. Das Land innerhalb dieser Zonen ist radioaktiv verseucht und darf nur mit besonderer Genehmigung betreten oder befahren werden. Am Kontrollpunkt des äußeren Absperrings klärt ein Schild darüber auf, wie die radioaktiven Stoffe über den Boden und die Nahrungsmittelkette in den menschlichen Körper gelangen und auf ihn einwirken. Zugleich wird jedem eine Gefängnisstrafe angedroht, der irgendwelche Gegenstände aus den Zonen transportiert. An allen Fahrzeugen, die das verseuchte Gebiet verlassen, wird mit Strahlenmessgeräten nach Spuren von Stoffen gesucht, die sich jeglicher Sinneswahrnehmung entziehen, die aber in ihren Wirkungen auf Dauer tödlich sein können. Überschreiten die Messungen einen bestimmten Grenzwert, so deutet das auf radioaktive Partikel hin, die das Fahrzeug in den Zonen aufgenommen hat. Ob und wie innerhalb der nächsten Jahrzehnte etwas Grundlegendes gegen die radioaktive Verseuchung unternommen werden kann, ist sowohl technisch als auch in Anbetracht der derzeitigen wirtschaftlichen Situation der Ukraine ungewiss. Werden keine Maßnahmen getroffen, so rechnen Wissenschaftler damit, dass innerhalb der Sperrzonen und in einer großen Anzahl weiterer Gebiete ein normales Leben erst in 300 Jahren wieder möglich sein wird. Was das Leben in den Gebieten zu einem Risiko macht, entzieht sich jeglicher menschlichen Wahrnehmung. Die Landschaft und ihre Vegetation verhalten sich stumm gegenüber dem, was hier vor 10 Jahren passierte. Und es zeigt sich nur selten, welch tödliche Gefahren hier lauern. (1986) ereignete sich im Kernkraftwerk Tschernobyl die bisher größte Katastrophe in der Geschichte der zivil genutzten Kernenergie. Aus den Sperrzonen wurden danach 196.000 Menschen evakuiert. Weitere 20.000 außerhalb der Zonen verloren Wohnung und Heimat. Was sich hinter so lapidaren Begriffen wie Evakuierung und Verlust verbirgt, war eine Katastrophe, deren Folgen sich in ihrer ganzen Dimension bis heute noch nicht abschätzen lassen. Was jahrzehntelang von den Befürwortern der Kernenergie als weitgehend unwahrscheinliches Restrisiko eingestuft wurde, war in der Nacht vom 25. auf den 26. April 1986 eingetreten. Während im 1500 Kilometer entfernten Westen Europas von Tag zu Tag deutlicher wurde, dass der radioaktive Fallout eines Reaktorunfalls auch vor nationalen Grenzen nicht Halt macht und die Menschen in Angst versetzte, brachte die Katastrophe die Einwohner der Ukraine und Weißrusslands mit einem Schlag in eine Situation, die einem Krieg gleichkam, der unversehens über sie hereingebrochen war. Am 26. April 1986 war um 1.24 Uhr mitten in der Nacht bei einem Versuchsprogramm der Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl explodiert. Die Explosion legte das gesamte radioaktive Inventar des Reaktorkerns frei. Bei Temperaturen von annähernd 3000 Grad verwandelte sich der zerstörte Block in einen fauchenden Vulkan. Für Tage spie er Unmengen radioaktiver Partikel in die Luft, die als erstes weite Areale der Ukraine und Weißrusslands verseuchten. Durch den Wind fortgetragen, erreichte das radioaktive Material wenig später auch die Länder Westeuropas, wobei besonders Gebiete in Polen, Schweden und Süddeutschland betroffen wurden. Im Jahre 1986 war ich als Schichtleiter im Atomkraftwerk Tschernobyl tätig. Am 26. April 1986, als unsere Schicht gerade dran war, kam es zu jener tragischen Havarie. Es wäre besser gewesen, alle Experimente nicht in einem Atomkraftwerk, das in Betrieb ist, durchzuführen, sondern besser an anderen speziell dafür geeigneten Einrichtungen. Aber keiner sah bis dahin irgendeine Gefahr. Es waren lauter schaltungstechnische Versuche, obwohl, wie sich später herausstellte, sie in den Bereich der Kerntechnik, also den Bereich der Physik, eingedrungen waren. Wir wussten, dass man im Block 4 mit den Versuchen angefangen hatte und dass man dort begann, den Reaktor herunterzufahren. Um 1:24 Uhr gab es einen heftigen Stoß und ein merkwürdiges Pfeifgeräusch, als ob ein Druckluftschalter draußen im Verteiler betätigt worden wäre. Es gab mehrere ähnliche Geräusche. Aber warum war da diese Erschütterung? Das Pfeifen konnte man sich noch erklären, aber das andere war völlig rätselhaft. Plötzlich kam ein heftiger Schlag, der mit dem Fall eines schweren Gegenstandes zu vergleichen war. Ich dachte mir, man arbeitet vielleicht an einer Abschirmung, da der Block 4 planmäßig renoviert wird. Sowas kam auch früher vor. Aber es ging halt nicht um eine Abschirmung, sondern um etwas anderes. Ich habe es noch geschafft, ein paar Worte mit dem Schichtleiter der Maschinenhalle zu wechseln. Und dann gab es plötzlich Alarm für eine Havariesituation. Und man hört das Klingeln von Apparaten und das Geheul verschiedener Sirenen. Nach 10 oder 15 Minuten ahnten wir, dass etwas passiert war. Wir wussten allerdings nicht, was da drüben wirklich los war, aber wir sahen den blutüberströmten Operateur Dzektajenka. Er wurde zu uns gebracht und es liefen Bekannte von der Turbinenhalle herum, die ganz bestürzt aussahen. Es gab aber keine konkreten Informationen vom 4. Block und auch keine Verbindung zu ihm. Und dann sah ich an meinen Instrumenten, dass man einen Schalter betätigt hatte, der eine Havariesituation im Block 4 signalisierte. Ich lief sofort rüber. Da sah ich, dass zwischen dem 3. und 4. Block alles zusammengestürzt war. Da beschloss ich, durch die 3. Schaltwarte und über die Maschinenhalle zur 4. Blockschaltwarte zu gehen. Aber als ich zur 7. Maschine kam und sah, dass auch hier alles zusammengestürzt war und es von oben noch weiter einstürzte, lief ich zur Schaltwarte zurück, holte meinen Helm und teilte den Inspektoren nach Moskau und Kiew mit, dass wir eine große Havarie haben, dass es eventuell Menschenopfer gibt. Der Grund dafür war der Umfang der Zerstörung, den ich gesehen hatte. Und dann lief ich wieder zurück. Am Morgen, als es hell wurde, war die ganze Tragödie zu sehen. Überall auf dem Gelände des Kraftwerkes war Graphit zu sehen, was verdächtig war. Ein Zeichen, dass der Reaktor doch zerstört worden war. Bei dem Reaktor, der 1986 explodiert war, handelte es sich um einen sogenannten RBMK-Reaktor, von dem noch heute in Tschernobyl 2 und in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion insgesamt noch 15 in Betrieb sind. Die Abkürzung RBMK steht für Druckröhrenreaktor mit hoher Leistung. Das Charakteristikum dieser Konstruktion ist leicht an der Reaktorplatte zu erkennen. Sie zeigt knapp 1900 einzelne Abdeckungen, unter denen sich jeweils ebenso viele Brenn- und Regelstäbe in Einzelröhren befinden. Im Gegensatz zu den westlichen Leichtwasserreaktoren besitzt der graphitmoderierte RBMK kein zentrales Druckgefäß, in dem die Kettenreaktion abläuft. Er besteht vielmehr aus einer Vielzahl von Einzelreaktoren, die sich jeweils aus mehreren Röhren, Graphitblöcken und Regelstäben zusammensetzen. Für die damalige Sowjetunion, die diesen Reaktortyp weltweit als einzige Nation für den zivilen Bereich entwickelt hatte, besaß die Konstruktion entscheidende Vorteile. Das Konzept der Einzelröhren machte es möglich, den Reaktor nach dem Baukastenprinzip an Ort und Stelle zusammenzumontieren. Konstruktionsbedingt ermöglichte dieses System zugleich die Entwicklung immer leistungsstärkerer Reaktoren durch die Erhöhung der Anzahl von Druckröhren. Hinzu kommt beim Brennelementwechsel, der hier nur simuliert wird, dass der Reaktor weiter betrieben werden kann, während andere Bautypen abgeschaltet werden müssen. Darin verbarg sich außerdem eine rüstungstechnische Option. Es war jederzeit möglich, über waffenfähiges Plutonium zu verfügen. Diesen ebenso eindeutigen wie zweifelhaften Vorteilen stehen allerdings gravierende Nachteile gegenüber. Durch die Bündelung einzelner Röhren entsteht ein steuerungstechnisch schwer beherrschbares System, besonders in bestimmten unteren Leistungsbereichen, die unter anderem auch bei der Havarie von 1986 eine Rolle spielten. Die Gefahr einer Havarie war bei diesem Reaktortyp schon durch die Konstruktion vorgegeben. Man brauchte nur Bedingungen zu schaffen, unter denen sich ein entsprechender Zustand einstellt. Am 26. April wurden diese Bedingungen vom Personal geschaffen. Ich möchte jetzt nicht auf die Frage eingehen, wer oder was daran schuld war. Wir haben schon genügend wissenschaftliche Schriften, in denen das alles erklärt und begründet wird. Es gibt aber zwei wesentliche Voraussetzungen: das Unsicherheitspotenzial des Reaktors und die Bedienung durch das Personal. Ich kann noch hinzufügen, diese besonderen Bedingungen waren nicht nur bei den Tests, sondern auch unter anderen Umständen in einer anderen Situation zu realisieren. Das ist heute bewiesen und es ist nicht mehr zu bezweifeln. Die Katastrophe ist im System vorgegeben. Zur Katastrophe im April 1986 kam es durch den Test eines Sicherheitssystems. Diesen Test hätten die russischen Konstrukteure eigentlich vor der Inbetriebnahme des Blocks vornehmen müssen. Da aber der Reaktor nach seiner Fertigstellung gegen Jahresende 1983 sofort angefahren wurde, weil das Prämien für eine vorzeitige Planerfüllung versprach, verschob man die notwendigen Sicherheitstests auf später und überließ es dem Betriebspersonal, den Versuch nachzuholen. Что проводили эксперимент на четвертом блоке, мы знали, потому что это было... Wir wussten über das Experiment im 4. Block Bescheid. Es sollte das Testprogramm abgeschlossen werden. Es fällt schwer, sich heute noch genau daran zu erinnern, an die Symptome und Signale. Es gab mehrere Anrufe vom 4. Block. Man meldete, dass da drüben etwas passiert war. Der Schichtleiter des Kraftwerkes lief auch nach drüben. Von Anfang an war die Situation unklar. Erst zum Schichtende erfuhr man, was passiert war, aber auch dann nicht in vollem Umfang. Was in der Nacht vom 25. zum 26. April 1986 in der Schaltwarte von Block 4 des Atomkraftwerks Tschernobyl eingeleitet werden sollte, war nicht mehr als die Abschaltung des Reaktors, da einige Wartungsarbeiten vorgesehen waren. Zugleich wollte man aber das Herunterfahren des Reaktors dazu nutzen, einige Notkühlsysteme zu testen. Das geplante Szenario sah die Simulation einer Notabschaltung mit Zusammenbruch der internen Stromversorgung vor. In jedem Kernkraftwerk hat solch ein Störfall binnen weniger Sekunden eine äußerst kritische Situation zur Folge. Da ein Reaktor im Notfall nicht abgeschaltet werden kann wie eine Lampe, weil die Aktivität des atomaren Zerfalls nur nach und nach abklingt, besteht die Gefahr, dass es durch den Stromausfall und den Stillstand der Hauptkühlmittelpumpen zu einem Durchschmelzen der Brennstäbe im Reaktor kommt. Die in Tschernobyl zur Verfügung stehenden Notstrom-Dieselaggregate brauchen 45 Sekunden, bis sie die für diesen Fall vorgesehenen Sicherheitssysteme wieder mit Strom versorgen. Eine zeitliche Lücke, die katastrophale Folgen haben kann. Schon Jahre vor der Havarie hatten russische Ingenieure dieses Manko erkannt und nach einer Beseitigung gesucht. Die Lösung sollte von den stromproduzierenden Turbogeneratoren der Maschinenhalle kommen. Denn bei einem plötzlichen Totalausfall aller Systeme verfügen die auslaufenden Generatoren noch über genügend Schwung, um die gefährliche Stromlücke vor der Notversorgung zu schließen. Da allerdings frühere Tests erfolglos verlaufen waren, wollte man in Tschernobyl das reguläre Herunterfahren des Reaktors nutzen, um den Test noch einmal durchzuführen. Kurz vor dem Unglück unterlief dem Bedienungspersonal jedoch ein Fehler beim Umsteuern des Reaktors auf eine niedrigere Leistungsebene. Die Folge war, dass die Aktivität im Reaktor fast zum Erliegen kam. Um dem entgegenzuwirken, entschloss man sich, die neutronenabsorbierenden Regel- und Trimmstäbe fast vollkommen aus dem Reaktor herauszufahren. Was die damalige Schaltwartenbesatzung zu diesem Schritt veranlasste, ist bis heute nicht geklärt und lässt sich vielleicht auch nie mehr klären, da einige der damals Verantwortlichen die Folgen der Havarie nicht überlebt haben. Anzunehmen ist, dass man sich die Möglichkeit offen halten wollte, den Test zu wiederholen, falls er nicht funktionierte. Unverständlich ist dennoch das weitere Verhalten des Reaktorpersonals, als trotz der ausgefahrenen Regelstäbe der Reaktor weiterhin in einem äußerst kritisch niedrigen Leistungsbereich blieb. Und dann geschah es. Aufgrund komplizierter physikalischer Eigenheiten dieses Reaktortyps und des riskanten Betriebszustands kam es wenig später zu einer nicht mehr steuerbaren Kettenreaktion. Innerhalb weniger Sekunden stieg die Leistung des Reaktors auf das 100-fache seiner Nennleistung. Eine sofort eingeleitete Notabschaltung blieb wirkungslos. Die ausgefahrenen Regelstäbe hatten einerseits einen zu langen Weg zurückzulegen, andererseits bewirkten sie durch eine bis dahin verschwiegene Fehlkonstruktion beim Einfahren genau das Gegenteil dessen, was man erwartete. Statt die Kettenreaktion zu stoppen, wurde die Leistung beim Einfahren nochmals erhöht. Durch die überhitzten Brennstäbe kam es wenig später zu einer ersten Explosion, welche die 3000 Tonnen schwere Reaktorplatte durch die Luft wirbelte und das Dach der Reaktorhalle zerstörte. Durch die geliftete Platte lag der gesamte unter ihr befindliche Reaktorkern frei. Wenige Sekunden später kam es zu einer weiteren Detonation. Der Ausbruch der Havarie, der 2 Menschen unmittelbar das Leben kostete, war jedoch erst der Beginn des eigentlichen Desasters. Eines Kampfes von mehreren Wochen, dessen Spuren noch heute an zahlreichen Stellen der Sperrzonen sichtbar sind. Armeen von verstrahlten Lastwagen, Panzern, Feuerwehrautos und Militärhubschraubern, die zur Eindämmung der Katastrophe eingesetzt waren. Auf die Fahrzeuge prasselte für Wochen der radioaktive Fallout nieder. Die energiereichen Gammastrahlen gingen dabei durch Bleche und Panzerstahl hindurch und verstrahlten die Menschen in ihren Fahrzeugkabinen. Manche Fahrzeuge erscheinen heute wie erstarrt in ihrer letzten Aktion. Auf den Tankbehälter eines Lasters, der sauberes Trinkwasser transportierte, schrieb jemand „lebendiges Wasser“. Vielleicht der Scherz eines Todgeweihten, der sich inmitten des Chaos an ein ukrainisches Märchen erinnerte, in dem jenes Wasser Tote wieder zum Leben erweckt. 5 Stunden nach der Havarie mussten bereits über 100 Strahlenopfer in Krankenhäuser gebracht werden. 24 Stunden später waren es 300. In den ersten Stunden der Zerstörung wurden etwa 3,5% des gesamten Kernbrennstoffs in die Atmosphäre geblasen. Die Strahlung war derart hoch, dass sie noch Stunden nach der Reaktorexplosion nicht registriert werden konnte. Die Messbereiche vieler Geräte wurden bei weitem überschritten. Wenige Tage nach der Havarie trafen aus allen Republiken der Sowjetunion sogenannte Liquidatoren ein, die sich unter Einsatz ihres Lebens mehr als 2 Wochen lang vergeblich darum bemühten, die Auswirkungen der Katastrophe unter Kontrolle zu bringen. Unter den insgesamt 30 Menschen, die unmittelbar an den Folgen der Havarie und der Strahlung starben, waren in der Mehrzahl jene, die jeweils nur für abgezählte Sekunden auf dem Dach des benachbarten Blocks 3 das hochstrahlende Graphit des Reaktorkerns beseitigen mussten. Außerdem Feuerwehrmänner und Hubschrauberpiloten, die über dem zerstörten Block Sand, Bohrkarbid und Blei abwarfen, um den tödlichen Auswurf des Reaktors zu stoppen. Hinzu kamen Bergleute, die unter dem havarierten Block einen Tunnel vorantrieben. Um ein Durchschmelzen des Reaktorkerns ins Erdreich zu verhindern, wurden die Fundamente des zerstörten Blocks von unten mit Beton unterfüttert. Wie hoch bei den Liquidatoren der Anteil derjenigen Menschen war, die freiwillig ihr Leben einsetzten und derer, die zwangsverpflichtet wurden, lässt sich nach heutigen Zeugenaussagen nicht mehr ermitteln. Gesichert ist dagegen, dass die meisten über die Gefahren kaum aufgeklärt wurden und dass geringstmögliche Schutzmaßnahmen wie das Anlegen von Atemfiltern gegen radioaktive Partikel oft außer Acht gelassen wurden. Wir Ärzte waren dafür zuständig, dass die Menschen versorgt wurden. Wir mussten entscheiden, ob noch jemand der Strahlung ausgesetzt werden durfte oder nicht, ob der eine oder andere zum Reaktor gehen oder aus der Zone herausgeführt werden musste und Hilfe brauchte. Was die Patienten betrifft, die an akuten Strahlenerkrankungen leiden, die auf einer Strahlungsdosis von mehr als 100 Rad beruhen, bei denen rechnen wir in 10 bis 20 Jahren nach der Havarie, vielleicht aber schon früher, vor allem mit Tumoren und Leukämie. Täglich durchquert ein Zug das Gebiet, das seit der Katastrophe gesperrt ist. Eine Landschaft, die der Mensch vor 10 Jahren unfreiwillig wieder der Natur überließ. Der Zug ist besetzt mit Arbeitern, Operateuren und Ingenieuren des Kernkraftwerks, die zur Arbeit fahren. Sie kommen auf Slavutic, einer Stadt, die 1986 errichtet wurde, als Ersatz für die radioaktiv verseuchte Ortschaft Pripyat. Über die Katastrophe vor 10 Jahren sprechen einige nicht gerne, schon gar nicht vor westlichen Kameras. Man arbeitet in einem Werk, dessen Name untrennbar mit dem größten Desaster in der Geschichte der zivil genutzten Kernenergie verbunden ist. Dazu immer wieder ausländische Berichte, die von Sicherheitsdefiziten im Werk sprechen. Am Ende die bange Frage, ob so etwas wie vor 10 Jahren noch einmal passieren könnte. Die Antwort einiger westlicher Ingenieure lautet ja. Wenn auch, trotz einiger technischer Nachbesserungen, aus anderen Gründen als damals. Und für manch einen des gegenwärtigen Betriebspersonals ist das zwar auch nicht undenkbar, aber man muss damit leben. Denn was soll man sonst machen? Angesichts der maroden Wirtschaftslage der Ukraine sind sowieso keine Alternativen in Sicht. Und alle Forderungen nach einer Abschaltung der Reaktoren in Tschernobyl erscheinen hier, gewollt oder ungewollt, als eine Anmaßung von Privilegierten. Nach 40 Kilometern hat der Zug den äußeren Absperrring der 10-Kilometer-Zone erreicht. In der Station wechseln die Leute ihre Kleidung. Im Atomkraftwerk wird sich diese Prozedur noch einmal wiederholen. Vorher werden sie in Busse steigen, die nur in der Sperrzone verkehren. Es sind sogenannte schmutzige Busse, was nichts mit dem äußeren Erscheinungsbild zu tun hat, sondern mit der unsichtbaren radioaktiven Verseuchung. Von den Leuten, die in der 10-Kilometer-Zone und im Atomkraftwerk arbeiten, nennen sich einige Stalker. Entlehnt ist dieser Begriff einem russischen Science-Fiction-Film aus dem Jahre 1980. Darin führt ein gewisser Stalker 2 Besucher in eine geheimnisvolle Zone. Obwohl von ihr die Ahnung eines Unheils ausgeht, werden die Besucher magisch angezogen. In Tschernobyl werden vor allem jene Mitarbeiter des Atomkraftwerks Stalker genannt, die sich täglich in den sogenannten Sarkophag begeben. Der Sarkophag ist die sichtbarste Hinterlassenschaft der Havarie. Innerhalb von nur 5 Monaten errichtet, liegt in diesem atomaren Mausoleum die Ruine des 4. Reaktorblocks mitsamt dem restlichen radioaktiven Material. Ursprünglich für 30 Jahre geplant, ist der bauliche Zustand inzwischen marode. Nähert man sich mit einem Strahlenmessgerät, so beginnt dieses bereits in 200 Metern Entfernung auszuschlagen, und mit jedem weiteren Schritt erhöht sich der Wert. Im Russischen wird das massive Bauwerk aus Stahl und Beton verharmlosend Überdeckung genannt. Mit seinem Abluftkamin, der den noch laufenden Block 3 des Kernkraftwerks versorgt, dürfte es als Bild inzwischen so bekannt sein wie der Eiffelturm. Nur ist dieser Bau kein Denkmal auftrumpfender Technik, ganz im Gegenteil, Mahnmal und Verewigung eines technischen Bankrotts. Unsere Pläne sind folgende. Wir haben eine Strategie einer etappenweisen Stabilisierung und Verstärkung der Baukonstruktion erarbeitet. Wir wollen die radioaktiven Abfälle innerhalb des Sarkophags lokalisieren und den radioaktiven Ausstoß verringern und damit den Einfluss des Objektes auf die Umwelt. Das alles gehört zur Strategie der Stabilisierung, damit der Sarkophag in seinem heutigen Zustand möglichst lange funktionstüchtig bleibt. Hundert Meter vom Sarkophag entfernt treffen die Stalker Vorbereitungen für ihren Arbeitseinsatz. Die erste Garnitur, die sie anlegen, kann sie ebenso wie eine zweite nur vor den radioaktiven Partikeln und den Alpha- und Beta-Strahlen schützen. Gegen die energiereichen Gammastrahlen bieten sie keinerlei Schutz. Innerhalb des Sarkophags bewegen sich die Arbeiter auf eine Art erkalteter Lavaschicht. Es handelt sich dabei um 5000 Tonnen eines Gemischs aus Beton, verschmolzen mit Sand, Blei und Bohrkarbid, die 1986 aus Hubschraubern auf den brennenden Reaktor abgeworfen wurden. Im Zentrum dieses Chaos ist die Rundung der 3000 Tonnen schweren Reaktorplatte zu sehen. Durch die Explosion in die Luft geschleudert, stürzte sie hochkant auf den Reaktorrand und wurde vom Schutt fast vollständig begraben. Die weißen Pixel im Bild sind sichtbare Spuren der Radioaktivität. Die Strahlung wirkt auf den Bildspeicher der Kamera ebenso ein, wie sie andererseits die Körperzellen der Stalker und des Arbeiters zerstören, der diese Videoaufnahmen gedreht hat. Die Hauptaufgaben der Stalker sind Vermessungsarbeiten. Die genaue Lage und die Verteilung des radioaktiven Brennstoffs sind nur unzureichend geklärt. Der Sarkophag ist höchst instabil und besitzt viele Undichtigkeiten, die sich auf insgesamt 1000 Quadratmeter summieren. Wegen der hohen Strahlung konnten 1986 weder die Dachträger noch andere Konstruktionselemente des Sarkophags dicht verfugt und befestigt werden. Bei einem stärkeren Erdbeben, wie es in dieser Gegend statistisch alle 27 Jahre vorkommt, besteht die Gefahr des Einsturzes. Die denkbar schlimmste Folge wäre dann die Zerstörung des benachbarten Reaktorblocks 3. In diesem Falle wäre eine vergleichbare Havarie wie vor 10 Jahren nicht auszuschließen. Aber zu einer grundlegenden Sanierung sieht sich hier augenblicklich niemand in der Lage. Längerfristige Konzepte zur Stabilisierung des Sarkophags und für eine geordnete Entsorgung der beiden Sperrzonen kommen zurzeit nur aus dem Westen. Darunter sind auch 2 deutsche Unternehmen, die sich an einer sogenannten Machbarkeitsstudie der Europäischen Union beteiligt haben. Unsere Bauaufgabe war, über diesen Sarkophag eine zweite Abschirmung zu konstruieren. Dazu hat es einige Überlegungen gegeben, wie dieses am besten zu bewerkstelligen ist. Wir sehen hier einen Lageplan und haben uns vorgestellt, relativ weit entfernt vom eigentlichen Reaktorbereich, von Kontamination befreite Flächen für die Baustelleneinrichtung zu nutzen und in diesem Schutz eine erste abschirmende, sehr massive Stahlbetonwand zu erstellen, mit Öffnung zur Durchgangsmöglichkeit in den entsprechenden Reaktorbereich. Es werden am äußeren Ende dann Schalungen aufgestellt. Auf dieser Schalung werden vorgefertigte Elemente aufgelegt, die miteinander vergossen und verspannt werden und dann als Bogenbinder über die Gesamtkonstruktion geschoben, bis zur Mauer und über die Mauer hinaus in den Kraftwerksbereich. Dem aufwendigen Konzept eines Totaleinschlusses mit Kosten von 1,6 Milliarden $ steht die schlichtere Variante einer Firma gegenüber, die sich vor allem auf die akuten Probleme des Sarkophags konzentriert hat. Bei der Erstellung des Sarkophages wurden konstruktive Details dem Zeitdruck untergeordnet. So wissen wir, dass die gesamte Dachunterkonstruktion instabil ist. Die Auflagepunkte sind nicht definiert. Es gibt eine Korrosionsgefahr in den Dachträgern. Das führt dazu, dass die Umhüllung, hier gelb dargestellt, eine offene Fläche hat von ungefähr 1000 Quadratmeter. Also alle Niederschläge, die nun auf dieses Dach hereinfallen, dringen in irgendeiner Art und Weise auch hier weiter in das Gebäude ein, umspülen den ehemaligen Reaktorbereich und sammeln sich dann hier am Grund des Reaktorgebäudes und auch am Grund des Maschinenhauses an. Es besteht die Gefahr, dass nun von hier aus weiter kontaminiertes, radioaktives Wasser in die Erdbereiche eindringt und damit Grundwasser kontaminiert. Der Vorschlag des deutschen Konsortiums würdigt die Tatsache, dass die Dachkonstruktion nicht tragfähig ist. Sie nimmt aber Kredit von der Tatsache, dass die Außenwände stabil dastehen. Sie sind aus Stahlbeton gefertigt und sehr massiv. Unser Vorschlag sieht jetzt vor, auf tiefgründenden Fundamenten Stützen zu errichten, um den Sarkophag herum. Auf diese Stützen montieren wir Querträger und Längsträger, die das neue Dach aufnehmen sollen. Dieses neu zu errichtende Dach ersetzt das zu einem Zeitpunkt zu demontierende alte Dach und das neue Dach wird bautechnisch an die stabilen Außenwände des Sarkophages angeschlossen. Unser Vorschlag soll in der endgültigen Version so aussehen: Nutzung der vorhandenen stabilen Außenwände und ein neues stabiles Dach. Und dieses ganze Gebilde kann nach unseren Berechnungen über einen Zeitraum von 40 Jahren sicher betrieben werden. Der Totaleinschluss der Atomruine erscheint auf den ersten Blick zwar verlockend, doch im Gegensatz zur bloßen Überdachung, die sich als Zwischenlösung versteht, wird durch sie die eigentliche Problematik, im doppelten Wortsinn, eher verdeckt. Wenn man dem strahlenden Torso nicht alle 100 Jahre eine neue Verkleidung spendieren will, kommt man um einen Abriss und eine geordnete Entsorgung des Sarkophags nicht herum. Aber die augenblicklich größte Gefahr geht in Tschernobyl vom Weiterbetrieb der noch intakten Reaktorblöcke 1 und 3 aus. Trotz installierter Nachbesserungen im Steuerungs- und Sicherheitssystem bestehen weiterhin unkalkulierbare Risiken, die immer noch mit dem Konstruktionsprinzip des Reaktortyps selbst verknüpft sind. So weiß man zum Beispiel nicht, was passiert, wenn durch Alterung und Versprödung in diesem Reaktortyp die Schweißnähte einiger der zahlreichen Brennstoffkanäle reißen würden. Bei einem Bruch von nur 7 Röhren wäre die festgelegte Sicherheitsgrenze schon überschritten. Für die Ukraine und Weißrussland bleibt dieses Risiko jedoch angesichts der Zwänge des täglichen Lebens reichlich abstrakt. In der vom Kernkraftwerk 8 Kilometer entfernten Stadt Tschernobyl wird versucht, innerhalb der radioaktiven Zonen so etwas wie ein Alltagsleben zu organisieren. Hier wohnen vor allem die Mitarbeiter verschiedener Institute, die mit Messungen, Dekontaminierungsmaßnahmen und medizinischen Untersuchungen befasst sind. In der Stadt hat sich trotz radioaktiver Verseuchung eine Art Normalität im Ausnahmezustand etabliert. Auf sichtbare und spürbare Besonderheiten verweisen eigentlich nur zwei Dinge. Es sind zum Beispiel die gestrandeten Schiffe im Hafen, die 1986 Tausende von Tonnen Material zur Bekämpfung der Reaktorhavarie herantransportierten. Und es ist eine Verordnung, die den Leuten von Tschernobyl alle 14 Tage 2 Wochen Aufenthalt außerhalb der Sperrzone vorschreibt. Dahinter steckt die fragwürdige Annahme, dass eine Erholung von radioaktiver Belastung möglich sei. Insgesamt stellt sich für die Ukraine und Weißrussland in den nächsten Jahrzehnten die harte Aufgabe, mit den langfristigen Folgen der Reaktorhavarie fertig zu werden. Dazu gehören sowohl das Erbe der radioaktiv verseuchten Gebiete als auch die gesundheitlichen Auswirkungen. Sichtbarste Zeichen für die Verseuchung ganzer Areale sind die Stadt Pripyat und eine benachbarte Bahnstation. Pripyat liegt nur 3 Kilometer vom Kernkraftwerk entfernt. Die Stadt wurde ursprünglich für die Erbauer des Atomkraftwerks errichtet. Später zogen die Mitarbeiter des Kraftwerksbetriebs nach. 1986 zählte die Stadt 49.000 Einwohner. Am zweiten Tag der Havarie mussten alle die Stadt verlassen. Neben Häusern, in denen noch immer Spuren der überstürzten Flucht zu sehen sind, blieb ein Vergnügungspark, der kurz vor der Katastrophe fertig wurde, nun aber für immer darauf warten muss, eröffnet zu werden. Auf der nahegelegenen Eisenbahnstation Janow stehen noch heute die Eisenbahnwaggons, mit denen damals Einwohner aus den verseuchten Gebieten evakuiert wurden. Die Waggons waren nach einiger Zeit derart hoch verstrahlt, dass sie nicht weiter benutzt werden durften. Am Morgen nach der Explosion hatte hier noch der reguläre Zug nach Moskau gehalten. Die Menschen sahen das brennende Kernkraftwerk, erfuhren jedoch aufgrund der damaligen Informationspolitik der Sowjetunion tagelang nichts darüber, was tatsächlich vorgefallen war. Die eigentlichen Gefahren innerhalb der Sperrzonen liegen jedoch weniger im Sichtbaren als im Verborgenen. Wie zum Beispiel die unauffälligen Erdhügel im Gelände. Verkappte atomare Deponien. In der Hektik der Katastrophe wurden in der gesamten Zone hochstrahlende Teile des Reaktorauswurfs und der Ruine einfach verscharrt. Für einige dieser riskanten Lager ist das Kartenmaterial, soweit es überhaupt angefertigt wurde, schon verloren gegangen. Inzwischen gefährden die vergrabenen Stoffe bereits das Grundwasser. Wie viele Menschen bisher an den langfristigen Folgen der Havarie gestorben sind, ist nicht sicher. Als gesichert hingegen gilt, dass seit 1986 sowohl in der Ukraine als auch in Weißrussland die Zahl der Kinder dramatisch angestiegen ist, die an Schilddrüsenkrebs erkrankten. Unter den Heranwachsenden Weißrusslands treten außerdem seit 1988 auffällig oft Fälle von Leukämie und Tumorbildungen auf. Die Krankheitsrate in strahlenbelasteten Gebieten liegt um 30% höher als in unbelasteten Gebieten. Hinzu kommen die Liquidatoren, die im Umfeld der Katastrophe eingesetzt wurden. Von den 200.000, die alleine aus der Ukraine kamen, gelten zurzeit 50.000 als arbeitsunfähig. 350.000 ihrer russischen Kollegen werden von den Behörden als krank eingestuft. Wie die Zukunft aussieht, ist ungewiss. Inzwischen bewohnen etwa 600 Menschen wieder die gesperrten Gebiete. Es sind vorwiegend alte Leute, die illegal in ihre Häuser zurückgekehrt sind. Die niedrigen Renten zwingen sie, sich von dem zu ernähren, was sie selbst in ihren Gärten anbauen können. Aber in allem lauert die tödliche Wirkung des strahlenden Strontiums und Cäsiums. So nehmen sie unfreiwillig teil an einem Wettlauf, an dessen Ende unentschieden bleiben wird, ob sie eines natürlichen Todes oder als später Opfer dieser atomaren Katastrophe sterben werden. Es waren Amerikaner hier und mein Mann hat sie auch danach gefragt. Hier war ein amerikanischer Gelehrter und der sagte mir, das gilt für die nächsten 100 Jahre. Es werden noch 100 Jahre vergehen, dann wird es uns nicht mehr geben und es wird unsere Kinder und unsere Enkelkinder nicht mehr geben. Aber die Strahlung wird immer noch da sein und es wird sie weiterhin geben. Und all das haben die Leute angezettelt, die davon keine Ahnung hatten. Keiner wird später mehr etwas wissen. Und sie werden nur noch aus Büchern erfahren, was hier einmal los war. Denn was hier abläuft, kann man ja nicht sehen. Da hinten an diesem Tor zum Beispiel ist die eine Seite angeblich verstrahlt und die andere nicht. Wir bleiben trotzdem. Куда ты пошла? Куда пошла?